Da sind wir mit einer neuen Folge vom Retro-Komfort-Video-Stammtisch, Folge 99. Wir spielen heute Chuck Rock und der Michael ist dabei. Hallo, servus. Dann haben wir den Manfred. Hallo zusammen. Den Bernhard. Hallo, meine Internetverbindung ist wieder schlecht. Dann kommt der Olli dazu, wenn er uns schon hört. Ja, ich habe es jetzt geschafft, in der Mega-Version noch schnell aufzutreiben, ohne jetzt die Konsole anzuschließen. Hervorragend, das sieht sehr gut aus. Und dann haben wir noch den Arne da, der hoffentlich auch alle technischen Schwierigkeiten überwunden hat. Ja, genau, hallo. Ja, wie gesagt, heute geht es um Chuck Rock. Wie ist denn eure Beziehung zu Chuck Rock? Ich fand die Figur schon immer ein bisschen merkwürdig, aber das Spiel eigentlich immer ganz witzig. Das ist meine Erinnerung. Ist einer von euch ein großer Chuck Rock-Fan und kann jetzt eine kleine Lobeshymne auf dieses Spiel starten? Ich denke mal, also wäre es besser, wenn wir vielleicht die Amiga-Version zuerst gespielt haben, oder? Ich fand den eigentlich immer recht knuffig, habe das Spiel aber erst auf dem Mega Drive wirklich mal richtig gespielt. Mich hat es immer ein bisschen gestört, dass er immer nur so einen kleinen Wirkungskreis hat, bis mir aufgefallen ist, dass es eigentlich ein relativ puzzellastiges Spiel ist, dass es gar nicht mal so sehr darum geht, da irgendwie Gegner fertig zu machen und einfach nur bis zum Ende zu rennen, sondern dass man halt wirklich schauen muss, wie man durch die Level kommt, wie man die ganzen Bonus erreicht und alles, was eigentlich auch den größten Reiz, glaube ich, des Spiels ausmacht. Die Intro-Musik ist schon mal der Hammer, voll die fetzige Heavy-Metal-Rock-Musik und hier sieht man auch so die Chuck-Rock-Band dann im Intro spielen, das finde ich schon mal genial. Ich fand das Spiel früher eigentlich als Kind total witzig, aber ich glaube, es hat so ein bisschen so eine Art Ottifanten-Humor, also so richtig so Cartoon-Humor, so, aber so wirklich ziemlich dünn. Was ist das eigentlich? Ist das ein Neandertaler? Was soll das sein? Höhlenmensch? Was ist das? Das ist auch ein Höhlenkreuzberger morgens aus der Kneipe. Bitte was? Wie ein Kreuzberger morgens um 6 aus der Kneipe. Ich wollte das jetzt gerade mal neutral und ohne Fehldeutigkeiten interpretieren. Was ist er laut Handbuch? Einigen wir uns darauf. Gehen wir von aus, dass einfach ein Steinzeitmensch ist. Ich glaube, der Chuck Rock ist so ein biertrinkender, nichtsnutziger Ehemann, meine, der jetzt, glaube ich, seine Familie zurückretten muss. Wie kriegt man diese Eier kaputt? Du musst mit dem Bauch, glaube ich, immer so gegenhauen. Du kannst ja mit dem Bauch, mit deinem Bierbauch immer diese weghauen. Kann sein, dass du da mit dem Stein draufhauen musst. Deswegen mochte ich die Figur nicht. Ich finde die sowas von unsympathisch. Es tut mir leid. Ich finde die ganz witzig. Er hat auch so lange Arme irgendwie. Ja, das aber, ist schon ganz eklig. Aber da kann ich doch keine Beziehung zu aufbauen. Ich bin nicht so und ich mag solche Leute nicht. Aber mit nach unten und oben kannst du das aufnehmen und dann ist es auch so eine Art Schutzwall hier, der Stein. Das ist ja ulkig. Wie macht man denn die Gegner tot? Mit dem Bauch? Mit dem Bauch, ja. Mit der Wampe. Toll. Oder Stein draufschmeißen. Ich finde das mit dem Bauch ein bisschen eklig. Also ich finde das echt, das ist doch nicht schön. Ich bin zu blöd dafür auf jeden Fall. Ich sollte vielleicht einen Joystick machen. Aber man kann nur mit dem Bauch, ne? Sonst kannst du ja nichts machen. Und springt Joystick nach oben, oder? Da ist nämlich jetzt Chuck Rock mit seinen Bierdosen im Intro und glotzt halt Fernsehen. Das ist eigentlich so ein bisschen wie Fred Feuerstein so. Fred Feuerstein war ja nicht so eine Bierdose da weg. Und die Nachrichten sind auch so Lagerfeuer. Aber jetzt Fred Feuerstein ist auch sympathisch. Und wird entführt von so einem komischen Elvis-Typen. Die wunderschöne Ophelia Rock wird entführt. Die Frau von Chuck. Das geht mir jetzt schon auf den Zeiger der Schwierigkeitsgrad. Der Lendenschutz ist noch in der Wäsche und die Vögel sagen ihm jetzt den Weg, okay? Jetzt geht er hinter den Busch und zieht sich um. Nicht schlecht, also für so ein Spiel so ein richtig aufwendiges Intro eigentlich. Weil das in der Amiga-Version unzensiert ist, in der Amiga-Version musst du das zensieren. Da fehlt das Bier, oder was? Wegen der Nacktheit wahrscheinlich oder wegen dem Bier? Ja, Nacktheit war es, glaube ich. Nein, ist ja ulkig, das wusste ich auch noch nicht. Ich bin zu Tode geschiffen worden vom Dino gerade. Noch was Nettes, wenn man einen Stein trägt, springt man auch nicht so hoch. Weil der Stein dann so schwer ist, dann springt man auch noch. Oh, ist das, ey, wie schwer ist das bitte? Hier ist so ein Stein mit Füßen. Den habe ich gerade hoch. Der guckt da mal so raus, was soll das? Ich habe den jetzt so ein bisschen eingekesselt, der kommt da gar nicht raus. Oh, und hier kommt ein kleiner Vogel aus einem Ei, das ist ja wirklich süß gemacht. Oh, ey, das mit dem Bauch ist so nervig, die Gegner mit diesem Bauch wegzuhauen. Das erfordert ein bisschen Übung, ja. Praktisch nur 4 Pixel vor dir, wo du die überhaupt treffen kannst, wenn dein Bauch da rauskommt. Also, ich finde die Kollisionsabfrage eigentlich nicht so schlecht, dafür, dass man nur mit dem Bauch schlägt. Haut es eigentlich. Oh, was habe ich gerade gesagt? Okay, ich nehme alles wieder zurück. Man muss sich daran gewöhnen, immer voll früh zu drücken. Also ganz früh schon, dass der Bauch dann trifft. Ach Gott, ich habe jetzt vorher alle mit dem Stein fertig gemacht. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich muss was sagen zu der Bauchsteuerung.
Aber die ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Kann man Ihnen da sagen, wie ich hier unter den kackenden Dino durchkomme? Ich glaube, das ist Timing vielleicht. Oder einen Stein als Schutzschild benutzen. Hallo, Oliver. Hallo. Hi. Och Mann, ich denke gar nicht an die blöden Dornen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich das Ding hier gerade ohne Trainer spiele. Bin mal gespannt, wie lange ich durchhalte. Ich habe es ohne Trainer bis eigentlich immer wenigstens in die zweite Welt geschafft. War das nicht auf dem Amiga so, dass der große Dino hier geschitkert hat? Ja. Ja. Auf dem Mega Drive hier nicht? Ja. War denen da zu schmuddelig? Entweder das oder die oder rausgeschnitten. Haben es versehentlich vergessen. Diese kleinen Blauen sind auch süß. Die sind so ganz klein und dann springen sie mit so einem riesen Maul auf einen zu. Es macht jetzt richtig Spaß, muss ich sagen. Auch so dann, wie man dann so die Gegner dann so mit Steinen weghaut und so. Das macht eigentlich schon richtig Laune. Hier ist eines dieser Eier jetzt aufgebrochen und zum Spiegelei geworden. Also das scheint reiner Hintergrund zu sein, aber das ist auch witzig, weil die ganze Zeit habe ich diese Eier gesehen und jetzt hier mit einmal ist es so ein Spiegelei. Nein, nein, auch sein Gesicht, je länger ich es mir angucke, dieses riesige Kinn. Das ist wirklich echt durchgeknallt. Auch wie er die Steine schmeißt. Ich meine, er haut die richtig so weg mit dem Arm nach hinten, so mit richtig Karacho. Auch beim Endgegner. Das ist, glaube ich, nicht so schwer, ne? Es geht. Stein neben draufschmeißen, genau. Und ausweichen nach Möglichkeit. Ja. So, endlich. Was muss man den oft treffen? 5, 6 Mal. Mehr als 6 Mal, glaube ich. Mehr? Das ist, glaube ich, das 6. Mal schon. Ja, vielleicht 7 Mal oder 8 Mal. Ich glaube, so 8 oder 9 Mal oder so. Heftig. Jetzt habe ich es auch geschafft. Das erste Mal in meinem Leben Welt 2 von Chuck Rock ohne Cheat. Oh Gott, okay. Was ist das denn? Selbst die Steine sind jetzt dreckig geworden. Igel, wieder komplett neue Gegner. Also Wahnsinn. Oh, das müsste der zweite Gegner, Boss sein. Hä? Oh, der versteinert dich mit der Angst. Ah, ja. Da wirst du aus Angst versteinert. Ich kann ja oh Gott. Nur mit dem Ranzen. Oder mit dem wegkicken halt. Ah, jetzt so, ich hab den eingekesselt. Solange der nicht schreit. Okay, also links praktisch an die Wand drängen. Und dann die ganze Zeit anwanzen, bis er hinüber ist. Oh, eine Wasserwelt. Oh, jetzt bin ich in einer Eiswelt. Mit Wasser. Ich wollte es vorhin noch sagen, als wir drüber gesprochen haben, das Einzige, was jetzt noch fehlt für die Stereotypen, ist die Eiswelt. Genau, jetzt kommt sie bei dir. Nein, oh nein. Das finde ich mal witzig, die ganzen Dinos sind alle eingefroren im Eisblock. Ich mag den einen Dino. Der greift dich an, weil er die ganze Zeit friert. Dino mit Schnupfen und der spuckt ihn mit seinem Rotzen an. Ich bin übrigens beim 4. Endgegner gewesen, der relativ einfach war. Ich bin aus irgendeiner so komischen Totenwelt. Oh, eine Friedhofwelt, das sieht ja auch cool aus. Der eine Dino, wenn du ihn umlegst, dann entweder wird er ein Engel oder ein Teufel. Ist ja geil, wenn das ein Teufel wird, dann greift er ihn auch an. So, das dürfte dann wohl einer der nächste Boss sein. Ob es der letzte ist, weiß ich jetzt nicht. Aber von da unten bin ich, glaube ich, sehr relativ sicher. Muss ich nur die ganze Zeit ranzen. Sieht auch ulkig aus, ja. Vor allem riesig. Ja, das war's. Ja, ach, wie süß. Jetzt liegt er da. K.O. mit Pflaster. Und Herzchen unter Hose. Und bei Nintendo ist natürlich Springen und Aktion genau umgekehrt. Auf dem Super Nintendo ist der Dino auch stubenrein. Ich habe gesehen, irgendjemand hat den alkoholisierten Steinzeitmenschen glücklich gemacht. Da lief ein Abspann. Ich habe ja nur kurz gespielt, ich fand es zu schwer und ich habe keine Sympathie für die Hauptfigur, warum auch immer. Ich hoffe, dass irgendjemand den kleinen Kerl lieb gewinnen konnte. Ich weiß nicht. Ich bin total begeistert. Ich hatte das gar nicht so gut in Erinnerung. Ich habe, glaube ich, als Kind auch nie mehr als die erste Welt gesehen. Bin total begeistert. Also da steckt so viel drin, so viel verschiedene Gegnergrafiken in jeder Welt immer wieder neu. Auch schöne, nette Geheimnisse zu entdecken. Es ist wirklich grandios. Also viel, viel besser, als ich das so in Erinnerung hatte. Ja, ich bin begeistert. Also was mir aufgefallen ist, in allen Versionen so eine recht exakte Steuerung. Und ich hatte es, glaube ich, ich weiß gar nicht, könnte im dritten Level gewesen oder vom ersten Endboss. Ich kam nicht mehr weiter. Aber gut, da war ich vielleicht auch in der Sackgasse, egal.
aber zu weit zuckt es gut. Was mir in der C64 besser aufgefallen ist, im Vergleich zu anderen sehr kleinen Gegner und die Mega-Drive-Version ist toll und vor allem an der Continuous. Aber ich habe es vielleicht damals einfach viel zu oft gespielt. Irgendwie ein bisschen übersättigt. Naja. Ich finde die Grafik toll, ich finde die ganzen Details toll, die ganzen Animationen, die völlig unnötigerweise eigentlich drin sind. Es ist, obwohl es so schwer ist, eigentlich fair gestaltet worden. Wenn man dem Spiel ein bisschen was ankreiden will, dann ist es, dass es keine Checkpoints gibt. Aber ansonsten finde ich das wirklich immer noch extrem gut gelungen und heute sogar besser als früher. Ja, dem schließe ich mich an und ich bin gerade recht perplex, weil ich hatte eben auch die Mega Drive-Version die meiste Zeit gespielt. Hat mir wirklich gut gefallen. Ich weiß nicht, also mir ist der Schwierigkeitsgrad auch tendenziell leicht zu hoch, aber man kann das Spiel so angenehm gechillt spielen. Ich bin jetzt hier zwischenzeitlich mal zur Super Nintendo-Version rübergewechselt und die ist grafisch die schönste Fassung von dem Spiel. Und die Level sind auch etwas überarbeitet, also da ist ein bisschen mehr Action am Start. Ich habe es jetzt das erste Mal richtig ernsthaft gespielt. Ich hatte bloß die Mega Drive mal angezockt. Ey, das Spiel macht ja richtig schön Spaß. Wie anderen schon meinten. Die Grafik ist ja detailverliebt. Du hast zig Gegner drin. Ich finde das Spiel nicht unfair. Ich bin einfach nur zu blöd. Ich muss so mit Cheats bis zum Ende durchspielen. Aber es macht Laune, weil die Grafik belohnt einen irgendwie. Es ist nie unfair, finde ich. Du kannst es relativ einfach sehr noch auswendig lernen, glaube ich. Ja. Top. Beispiel startet immer die C64-Version noch hier. Das meiste wurde gesagt. Sehr liebevoll animierte Grafik, witzige Details, cooler Sound. Der Schwierigkeitsgrad ist okay. Ansonsten, ja, ich bin ein bisschen zu schlecht für das Spiel, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich finde es gut gemacht. Ein, ja, rundum gelungenes Amiga-Spiel, würde ich sagen, für so ein, sozusagen für so ein Euro-Plattformer. Danke an euch und schön, dass ein Spiel mal wieder, ja, gut gealtert ist. Den meisten heute besser gefallen als früher. Das haben wir tatsächlich auch nicht jedes Mal. Also, Chuck Rock hat uns zumindest dann ja Freude bereitet. Bis dann. Dann. Servus. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.